Ja, hallo. Ich bin Dirk Leifold. Ich bin der Außendienstmann von Robo Wettermann für den Großraum Hannover. Ich bin heute auf einer Baustelle hier in Obernkirchen. Da wird ein Ärztehaus gebaut mit der Firma Klaus Scholz, Elektrotechnik GmbH aus Obernkirchen. Mein Name ist Steffen Scholz von der Klaus Scholz Elektrotechnik GmbH. Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, haben 40 Mitarbeiter, sind in Obernkirchen ansässig und wollen euch heute ein Bauvorhaben hier in Obernkirchen zeigen, ein sogenannter Ärztehausneubau. Und dazu ist die Firma Obo Wettermann auch hier. Hallo Steffen, hallo, schön dir. Dich zu sehen. Was macht unsere gemeinsame Baustelle? Ja, es geht so langsam los. Wir fangen an mit den Unterputzarbeiten. Mhm. Der Rohbau ist langsam fertiggestellt. Okay. Und ja, wir wollen heute ja mal ein bisschen starten, eure Dosen einsetzen, Kabel verlegen. Die Winserie probieren. Die Winserie probieren. Mhm. Und dann erfolgreich das Bauvorhaben zu Ende bringen. Gut, ja, dann gehen wir gleich mal rein zu dem Kollegen, ne? Ja. So, neue Baustelle hier? Ja, genau, Ärztehaus, ja. Oberkirchen. Okay. Und wir befinden uns hier in einem Behandlungszimmer. Mhm. Und hier kommen jetzt ein Schalter rein und ein Jalousieschalter, ja, für die Verdunstungsfotos. Mhm. Okay. Und hier oben drüber kommt ein Raumthermostat. Ah, okay. Mhm. Und weil man ja auch staubsaugen muss, ja, unten eine Steckdose. Eine Steckdose. Genau. Jetzt habe ich hier vorgebohrt, weil es ja ein hochverdichteter Stein ist, kriege ich hier keine Nägel rein. Ne? Ah, genau. Und da habe ich mir so gedacht, bohrst ein 6er Loch, lässt ein Dübel rein und dann kommen die Obo-Nagelscheiben rein. Richtig. Dann kann man nur einmal aufschlagen, zack, und dann sitzt das Kabel in der Wand. Mhm. Wie sind, und kommst du mit klar, sind die so, wie die Installateure, die Monteure das gebrauchen können? Also ich kann da nicht klar, ich habe bestimmt öfter benutzt und okay, kommen da ganz gut mit klar. Also auch ein super Produkt. Auch wenn man da mal ein bisschen nehmen hat, da fliegt nicht gleich das Plastik weg, ja, ne? Wie es bei manchen ist. Ne? Ja, man hört so einiges. Ne? Aber es zahlt sich immer aus, ein Qualitätsprodukt einzubauen. So sieht's aus. So, für die Kabelverlegung brauchen wir natürlich Zuleitung. Mit denen kommen wir über die Decke, da kommt dann später da links noch so eine Kernbohrung in die Zwischenwand. Und damit die Kabel auch an der Decke halten, haben wir hier die Oberkabelklammern. Und da werde ich jetzt oben so drei Löcher bohren und dann werden wir die an der Decke befestigen. Und dann hier noch von der Decke springen wir in die Wand, in den vorgefertigten Schlitz. Und da hat der Kollege schon die Nagelscheiben parat, auch von Obo. Genau. Sind auch prima. Also hier, guck mal, ne? Zack, zusammen und hält. Hält. Ja, dann kann man. Coole Sache. Und man kann den ja auch wieder aufmachen, ne, glaube ich. Kann ich aufmachen, ohne dass das Ding kaputt geht. Hm? Ja, ja, so, genau. Zack. Läuft. Viele Kunden wollen das teure KNX nicht haben. Die wollen, ja, sich dann selber so Fugpillen oder sowas besorgen und wollen dann einen Schalter reinbauen. Ist natürlich in so einer Dose hier, da kann man die normale Verdrahtung machen, aber wenn man da so eine Komponente reinbauen will, dann dafür ist es ziemlich eng. Ne? Ja. Und da gibt es dann diese Elektronikdosen, die kann man auch hier. Mal kurz gucken, ja. Zack. Einfach so zusammenschnappen. Muss man das halt ein bisschen größer fräsen und dann kann man die so reinsetzen. Das hat hier so einen richtig wunderschönen Hohlraum drin, ja, und kann da Elektronikteile verstecken. Wird übergeputzt und weg. Genau. Umgesetzt, was so die Win-Serie an Vorteilen mitbringt. Ja. Was hat dir denn am besten gefallen? Also ich fand es sehr gut, die Klickverbindung, dass du sie schnell zusammenklicken, schnell lösen kannst, ja, die Mehrfachverschraubung und die etwas kürzeren Stutzen, dass man nicht zwingend immer alles wegschneiden muss, um sie einzubauen. Hat uns Spaß gemacht, hat uns überzeugt.